Wer Ursula von der Leyen gestern in Straßburg auf den Fersen bleiben wollte, der musste manchmal schon ein wenig robust sein. So viel Andrang, so viel Interesse an der Überraschungsfrau aus Deutschland, dass die Bodyguards, sorry guys, wirklich keine Gnade kannten. Von der Leyen in den ersten Stunden kein öffentliches Wort. Erst am frühen Abend war es soweit. Wir haben einen langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns, aber jetzt ist ganz entscheidend, Einigkeit zu zeigen. Für Manfred Weber ist das wohl besonders bitter. Als EVP-Fraktionschef muss er jetzt die Stimmen besorgen. Für von der Leyen, die keine Spitzenkandidatin war. Das wird sehr, sehr knapp. Wir haben heute gesehen, dass ein Präsident mit ungefähr 330 Stimmen gewählt wurde. Das wird für Frau von der Leyen nicht reichen. Sie braucht 376 Stimmen. Und insofern sehe ich die Chancen, ehrlich gesagt, sehr schlecht. Noch ist viel Überzeugungsarbeit nötig. In den nächsten 14 Tagen werden wir in intensiven Gesprächen sein mit den unterschiedlichen Fraktionen und Gruppen. Mir ist wichtig, dass ich viel zuhöre. Und eben auch twittere. Von der Leyens erste Botschaft: Hallo Europa. Nikolai von Ondarsa von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wie schwer wird das denn für von der Leyen werden? Das kann für sie durchaus sehr schwer werden. Wir haben gerade gehört, sie braucht die absolute Mehrheit aller Abgeordneten, 376. Die EVP, die Sozialdemokraten und die neuen Liberalen haben zusammen 444. Das sieht erstmal gut aus, aber viele EU-Abgeordnete haben gesagt, wir werden nur einen Spitzenkandidaten wählen. Und jetzt rumort es ja vor allen Dingen bei den Sozialdemokraten und da kann es richtig knapp werden. Wie groß ist der zu erwartende Widerstand von den Sozialdemokraten? Der wächst. Also gerade die deutschen Sozialdemokraten haben sich ja relativ deutlich gegen Frau von der Leyen ausgesprochen und hängen immer noch an ihrem Spitzenkandidaten Franz Timmermans. Und wir haben schon 2014 gesehen, dass es damals auch die Sozialdemokraten waren, wo etwa 30 Abgeordnete nicht für Jean-Claude Juncker gestimmt haben. Und so, wenn es wieder 40, 50 aus den Sozialdemokraten werden, die nicht mitziehen, dann wird es eben für sie sehr, sehr knapp. Wie viel Geschlossenheit ist denn von den Liberalen zu erwarten? Das ist noch schwer einzuschätzen. Es ist eine neue liberale Fraktion, zusammengesetzt aus den früheren Liberalen plus den neuen Leuten von Macron. Und die haben sich schon in den ersten Wochen nach der Zusammensetzung des neuen Parlaments ordentlich untereinander gestritten. Und da, glaube ich, kann es durchaus auch einige Abweichler geben. Denn es gibt noch einige Anhänger des Spitzenkandidatenprinzips auch unter den Liberalen. Deswegen gehe ich davon aus, dass Frau von der Leyen eigentlich auch zumindest noch ein paar Stimmen entweder von den Grünen oder den moderat EU-skeptischen Leuten vom EKR für sich gewinnen muss, um wirklich über diese Hürde von 376 sicher kommen zu können. Was passiert denn, wenn das Parlament Nein sagt? Dann sind wir in einer handfesten politischen, aber auch institutionellen Krise. Rechtlich ist es erstmal klar, es gibt nur einen Wahlgang. Wenn Frau von der Leyen abgelehnt wird, dann muss der Europäische Rat innerhalb von 30 Tagen einen neuen Kandidaten vorstellen. Und da kann es wirklich schwierig werden, weil dann sind wir wieder auf Punkt Null. Die Spitzenkandidaten sind alle abgelehnt. Und da würde sich dann wirklich die Frage stellen, wie glaubwürdig, wie handlungsfähig ist dieses Europa, wenn es selbst an dieser Personalfrage sich wieder so vollkommen zerstreiten würde. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum viele Abgeordneten aus meiner Sicht wahrscheinlich am Ende des Tages zähneknirschend dann doch für Frau von der Leyen stimmen werden, weil sie diese institutionelle Krise möglicherweise nicht riskieren werden wollen. Aber wäre auf der anderen Seite, wenn von der Leyen gewählt werden sollte, damit auch nicht die Idee Spitzenkandidat gestorben? Ja, zumindest für dieses Mal wäre es ein großer Rückschlag. Wir haben ja eine Europawahl gesehen, wo es eine deutlich höhere Wahlbeteiligung gab. Das ist erstmal positiv. Aber sich die Bürger natürlich jetzt fragen, warum werden die Spitzenkandidaten einfach übergangen? Und deswegen, glaube ich, wäre es schon ein richtiger Vertrauensverlust für die Europäische Union. Aber ich glaube, das Prinzip wäre nicht dauerhaft gestorben. Denn es gibt jetzt schon einige. Frau von der Leyen selber hat gestern gesagt, man müsse darüber nachdenken, wie man dieses Prinzip für 2024 verbessern kann. Zum Beispiel über transnationale Listen, dass die Spitzenkandidaten tatsächlich in ganz Europa zur Wahl antreten können. Und das wäre dann vielleicht noch sagen, das positive Licht am Ende des demokratischen Tunnels, dass man aus dem schwierigen Prozess in diesem Jahr lernt und für 2024 die demokratischen Prozesse in der EU verbessern und neu aufstellen könnte. Jenseits der Tatsache, dass sich die Regierungschefs einigen konnten, bringt von der Leyen für dieses Amt denn die nötigen Voraussetzungen mit? Ihr größtes
Manko ist klar, der Prozess, wie sie jetzt nominiert worden ist, dass sie eben keine Spitzenkandidatin war, dass sie nicht bei der Wahl angetreten ist. Aber wenn man das einmal beiseite legt, gibt es durchaus einiges, was sie für diese Position qualifiziert. Sie ist nach all dem, was wir von ihren Äußerungen wissen, eine überzeugte Europäerin. Sie spricht mehrere europäische Sprachen fließend. Sie bringt auch ein relativ gutes Netzwerk mit aus ihrer Zeit als Verteidigungsministerin und hat sich in dieser Zeit durchaus erfolgreich für die europäische Integration eingesetzt. Und das hat, glaube ich, auch mit ermöglicht, dass sie eben nicht nur in Westeuropa Zustimmung gefunden hat, wie ein Kandidat Timmermans, sondern gerade auch in Polen und anderen osteuropäischen Staaten unterstützt worden ist. Und ich glaube, das ist an sich schon mal eine gute Voraussetzung, um Kommissionspräsidentin zu sein und die Europäische Union wieder ein Stück weit zusammenzuführen. Blicken wir mal auf eine andere Fraktion im Europaparlament. Ist das Gezerre nicht auch Wasser auf die Mühlen der Parteien und Strömungen, die die EU am liebsten abschaffen möchten? Ja, ich glaube, das kann man aus zwei Richtungen bewerten. Auf der einen Seite fühlen sich natürlich diejenigen bestätigt, die sagen, Europawahlen, das sind immer noch keine richtigen Wahlen und die Spitzenkandidaten konnten sich jetzt eben nicht durchsetzen. Und mit diesem Manko wird die Europäische Union, wird das Europäische Parlament leben müssen, wenn sie Frau von der Leyen wählen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das Führungspersonal anguckt, also nicht nur Frau von der Leyen, sondern alle 5 Positionen, die vorgeschlagen worden sind, dann sind das allesamt überzeugte Europäer, die auch an einer starken Europäischen Union festhalten wollen und dass dieses Führungspersonal auch aus Italien, auch aus Ungarn, auch aus Polen unterstützt worden ist, das ist durchaus ein Zeichen, dass die EU-Mitgliedstaaten trotz allen Differenzen an einer starken Europäischen Union festhalten. Sagt Nikolai von Ondarza von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Vielen Dank nach Berlin. Sehr gerne.